vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass wir in guten Austausch kommen. Ja, ich bin hergekommen, habe überlegt, sind es wieder zu viele Folien, ja, sozusagen der übliche Fehler. Aber ich glaube, dass wir gut auch danach ins Gespräch kommen können und Sie können mich auch jederzeit gerne irgendwie intervenieren oder nachfragen. Wir sind ja sozusagen ein exquisiter Kreis heute. Ja, umso mehr freue ich mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Gesellschaft im Wandel, Schule im Wandel. Tatsächlich war ich vor 4 Wochen bei dem Vortrag von Frau Professor Kunter, war ich auch hier, konnte mich freimachen. Und es war sehr, sehr spannend, weil es für mich auch so eine Art Vorlage war. Ja, da ging es darum, sagen, wie müssen Lehrkräfte unterstützt dabei werden, dass sie möglicherweise tatsächlich auch als Wegbereiter von gesellschaftlichen Wandel agieren können oder den unterstützen können oder den möglicherweise auch initiieren können, wie auch immer. Und ich glaube, dass es jetzt während meines Vortrags heute immer wieder auch Punkte geben wird, wo wir da drauf gucken können oder vielleicht auch am Schluss sagen, es ist ja ein Vortrag auch der Lehrkräfteakademie, um zu schauen, was ist schon da und wo müssten wir vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken. Ich habe 4 Aspekte heute mitgebracht. Zunächst mal würde ich gerne so ein bisschen erweitert darstellen, aus welcher Sicht ich das Thema angehe. Einmal Kontroversität, dann Demokratiebildung. Birgit Menzel hat auch schon darauf hingewiesen. Also ich komme ursprünglich aus der politischen Bildung, habe lange auch als Politik- und Englischlehrer gearbeitet, habe in Politikwissenschaft promoviert, aber arbeite jetzt seit vielen Jahren im Bereich Demokratiepädagogik. Ja, das sind jetzt viele Begriffe. Manchmal, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, ich habe eigentlich immer dasselbe gemacht. Ja, das stimmt natürlich nicht, aber sozusagen auf die Frage, inwieweit vielleicht alle, auch die im Bildungsbereich interessiert sind, so ein bisschen mehr hinter die Begriffe gucken, mit denen viel agiert wird, das ist auch so ein Themenbereich, den ich heute gerne ansprechen würde. Gesellschaft im Wandel, Schule im Wandel, da würde ich gern so kleine Blitzlichter, eigentlich mehr ist das nicht, mal aus Sicht der Demokratiebildung anbringen. Und dann im Schluss, Sie sehen Schule im Wandel, Fragezeichen, Ausrufezeichen, da würde ich gerne so ein paar Dinge, auch Unterstützung für diese Themen, vor allem auch aus hessischer Sicht thematisieren. Problemstellung. Es gibt einen klaren Auftrag der Kultusministerkonferenz. Die haben vor 1,5 Jahren haben die ein Papier veröffentlicht, wo sie einen Beschluss zur Demokratiebildung und zur Demokratieerziehung, und dort heißt es, die Stärkung junger Menschen in ihrem Engagement für demokratischen Rechtsstaat und ihrem entschiedenen Eintreten gegen antidemokratische und menschenfeindliche Haltung und Einstellung ist Aufgabe von Schul- und Unterrichtsentwicklung und Aufgabe aller Fächer, sowie von außerschulischen Angeboten. Also das ist sozusagen schon mal die Basis, auf der Demokratiebildung aus meiner Perspektive, aber auch vor allem des Projekts GUD, für das ich arbeite, das ich leite, sagen, dass die Gewaltprävention, die gewaltpräventiven Angebote und die demokratieförderlichen Angebote, die wir haben, die gelten für alle Schulen, für alle hessischen Lehrkräfte. Ja, also das ist sozusagen unser Ansatz. Dann gibt es auch einen Auftrag des Europarates. Birgit Menzel hat gerade schon darauf hingewiesen. Seit 2 Jahren, würde ich mal so sagen, habe ich das Privileg, mich intensiv mit dem Bildungsprogramm des Europarats auseinanderzusetzen und diese verstärkt in die deutschen Bildungskontexte, ja, föderaler Staat, einzubringen und natürlich vor allem auch in Hessen. Und Umgang mit Kontroversen ist ein Arbeitsschwerpunkt des Europarates. Und ich habe mir das so vorgenommen, sagen, diese Thematik als ein Zugang zum Demokratielernen, als einer von mehreren Zugängen zur Demokratiebildung, sagen, stärker ins Gespräch zu bringen. Der Ansatz dort lautet, zu lernen, wie man Menschen, deren Wertvorstellungen sich von den eigenen unterscheiden, wie man mit denen in einen respektvollen Dialog tritt, ist zentraler Bestandteil des demokratischen Prozesses und wesentlich für den Schutz und die Stärkung der Demokratie und die Förderung einer Kultur der Menschenrechte. Das ist sozusagen der Ansatz des Europarates. Wichtig noch zu sagen, Europarat hat
etwa 50 Mitgliedstaaten und umfasst somit einen sehr viel weiteren und auch heterogeneren Mitgliedskorpus als die Europäische Union. Ja, also das ist auch das Spannende, finde ich, an dem Bildungsprogramm des Europarats, dass die einerseits genutzt werden können in Frankreich, Irland, England und Deutschland, aber auch in Georgien, Aserbaidschan, der Türkei und Finnland. Also es ist wirklich sozusagen eine gute Bandbreite. Wichtig ist, Sie sehen, ich habe das rot markiert, der Ansatz des Europarates ist es zu gucken, es gibt kontroverse Themen, die emotional aufgeladen sind und potenziell polarisieren. Ja, ich werde gleich ein paar Beispiele bringen für kontroverse Themen. Da gibt es ein paar kontroverse Themen, die reißen einen jetzt nicht vom Hocker, sage ich mal. Ja, aber möglicherweise reißen die einen in Frankfurt nicht vom Hocker, aber möglicherweise in einem anderen Staat. Ja, oder in vielleicht noch einem anderen Teil Deutschlands. Also das ist sozusagen die Kontroversität, hängt auch immer sehr stark von dem Kontext ab. Das kann sich von Schule zu Schule entscheiden, das kann sich von Landkreis zu Landkreis unterscheiden. Ich werde gleich versuchen, so einige Differenzierungsangebote Ihnen zu liefern, wie man Kontroversität auch sagen besser fassen kann. Wichtig ist aber auch, und ich glaube, deswegen bin ich hier, es geht jetzt weniger darum, so eine Pro-Kontra-Debatte im Politikunterricht, ja, soll der Mindestlohn eingeführt werden oder nicht? Ja, da kann man sich auch in die Haare bekommen, aber das ist sozusagen noch meistens einigermaßen handelbar, sondern sagen, es gibt ja Themen, die sehr viel stärker polarisieren, die möglicherweise mit Klimawandel zu tun haben, die mit Migration zu tun haben, wo man sich als Lehrkraft, da komme ich gleich noch explizit drauf, oder auch als pädagogische Fachkraft sich einfach nicht rantraut, weil man denkt, oh Gott, jetzt fliegt mir sagen die Klassenraumsituation um die Ohren. Also da gibt es sagen große Sorgen, wie man eigentlich welche Themen wie behandelt. Es gibt eine Studie, ich habe mir bei der Vorbereitung sagen eine Studie oder eine Autorin ausgesucht, eine US-Amerikanerin Diane Hess, die hat in diesem Bereich Umgang mit Kontroversität, vor allem auch im Politikunterricht, hat die sehr stark geforscht und hat auch Langzeitstudien, auch nochmal mit einer Kollegin angestellt. Das Spannende ist dabei weniger die politischen Inhalte als sagen die pädagogischen Zugänge. Ja, also wie man, da geht es weniger um das kognitive Lernen, sondern auch sagen eher um die Soft Skills. Ja, wie man miteinander umgeht als Lehrkraft, aber auch die Schülerinnen untereinander, um mit Differenzen, um mit Konflikten sagen gut umzugehen, dass man es auch als eine demokratische Lernchance erfasst. Und sie schreibt, eines der kontroversesten Themen, wenn es um das Unterrichten kontroverser Themen geht, ist eigentlich, was wie kontrovers ist. Ja, das macht die Sache jetzt, sagen wir mal, zu Beginn des Vortrags nicht viel einfacher. Aber es ist tatsächlich ein komplexes Thema. Ich habe schon darauf hingewiesen und ich komme gleich zu Beispielen. Es ergeben sich viele Fragen an Lehrkräfte. Wie genau soll ich auf widersprüchliche Wahrnehmung und Haltung von Schülerinnen eingehen? Ja, wie fange ich das auf? Ich habe eben darauf verwiesen, der Ansatz gilt für alle Lehrkräfte, aller Fächer. Das heißt, theoretisch muss man, wenn man Chemie- und Sportlehrerin ist, aber man hat eine Klasse, hat die Klassenleitung und muss dann sagen, Themen auffangen, die in der Klasse eine Rolle spielen, dann hat man ja keine politikwissenschaftliche oder historische oder gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung. Ja, das heißt, es gibt tatsächlich, es sind schon höhere Herausforderungen damit verbunden. Soll ich Partei ergreifen, ja, für Schülerinnen, gegen Schülerinnen? Wie kann ich einzelne Schülerinnen schützen vielleicht auch, ja, wenn es in Richtung Diskriminierung, Beleidigung, Zuschreibung geht? Wie schaffe ich es, in eine gute Diskussion zu kommen? Wie kann ich auch Schülerinnen und Schüler ermutigen, sich gegenseitig zuzuhören, ihre Meinung zu äußern? Brauche ich dafür die Schulleitung? Ja, wäre nicht schlecht, wenn es sozusagen schwieriger wird. Und die letzte Frage ist, traue ich mir das überhaupt zu? Ja, möchte ich das? Und da kann ich jetzt schon vorwegnehmen, habe ich so ein paar Angebote. Ja, sagen, wir haben jetzt heute ein Vortragsformat und kein Workshop-Format. Aber es gibt doch sozusagen mehrere Möglichkeiten, wo man sich auf den Weg machen kann, um in diesem Kontext handlungssicherer zu werden. Ich würde gerne
um sagen die Grundlage zu legen für das Thema, würde ich gerne ein paar Schritte zurückgehen. Und zwar Ernst Fraenkel, ein bekannter Politikwissenschaftler aus dem 20. Jahrhundert, der im Bereich der Pluralismustheorie unterwegs war, der übrigens vor ziemlich genau vor 100 Jahren hier in Frankfurt Jura studiert hat, musste dann emigrieren, kam dann wieder zurück und hat die politische Bildung in der Nachkriegszeit von Berlin aus sehr geprägt. Der hat eine Theorie aufgestellt, die zwei Sektoren der pluralistischen Demokratie, veröffentlicht in Deutschland und die westlichen Demokratien, Erstveröffentlichung 1964. Und er hat das formuliert: die wirksame Anerkennung eines Gefüges feststehender politischer Prinzipien oder moralischer Maßstäbe mache es überhaupt erst möglich, dass Fragen der Alltagspolitik, der Neigung oder Stimmung der Wählerschaft zur Stellungnahme und Entscheidung überantwortet werden können. So hat Fraenkel das formuliert im Sinne einer politikwissenschaftlichen Analyse. Und er präzisiert das: es gibt einmal die nebeneinander bestehenden Kontroversen und nicht kontroversen Sektoren des Gemeinwesens sind durch eine Demarkationsliebe voneinander getrennt, die nicht für alle Mal festliegt. Sie ist vielmehr ständigen Verschiebungen unterworfen, in denen sich jeweils politisch hochbedeutsame Wandlungen des Gemeinschaftsbewusstseins reflektieren. Das ist sozusagen der theoretische Kontext, in dem ich diesen Vortrag einbette aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive. Ernst Fraenkel hat definiert einmal einen nicht kontroversen Sektor und einen, sagen den kontroversen Sektor. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich habe eine Folie vorbereitet. Wenn man sich das als Spielfeld vorstellt, ja, sagen die Gemeinwesen, dann gibt es einmal das Spielfeld und das ist der nicht kontroverse Sektor, ja. Man muss sich einigen auf ein Spielfeld, auf dem man spielt. Ja, es muss klar sein, wo ist die Linie? Ja, also das ist das Spielfeld und wenn man rausgeht, ist man halt nicht mehr auf dem Spielfeld. Ja, wenn man mitspielen will, muss man auf dem Spielfeld bleiben. Ja, also Sie alle kennen das aus welcher Sportart auch immer. Aber auf diesem nicht kontroversen Sektor, also auf dem Spielfeld, findet das Spiel statt. Und das ist sozusagen etwas einfach formuliert möglicherweise, das sind die politischen Auseinandersetzungen, die es im Gemeinwesen nun mal gibt. Ja, sagen Pluralismus, unser Staat, sagen wir sind ein pluralistischer Bundesstaat. Es ist klar, dass es ganz viele verschiedene Sichtweisen, Interessen auf politische Auseinandersetzungen gibt und das ist auch gut so. Ja, deswegen haben wir ein plurales Parteiensystem, deswegen sind wir auch ein föderaler Bundesstaat, deswegen gibt es Verbände, also sozusagen unsere ganze Demokratie beruht auf dem Pluralismus. Aber dieser Pluralismus braucht eine Basis, auf der er agieren kann. Und wenn man das mal etwas präzisiert, ja, ich habe es mal so genannt, was steht eigentlich zur Debatte und was nicht, dann gibt es verschiedene Wege und sagen, ich habe immer im Kopf auch, was es heißt für Schule, ja, sowohl für Schulleitung als auch für Unterricht. Was ist denn die Base sozusagen, auf der wir agieren und an der wir uns auch orientieren können? Ja, das ist einmal, Sie sehen das oben links, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, also Rechtsstaatlichkeit, Parteienwettbewerb, fairer Chancengleichheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, sozusagen die ganze Palette. Das ist manchmal etwas abstrakt. Ja, man kann auch sagen, dass die Grundrechte, ja, für den Unterricht, für Schule sind vor allem die Grundrechte relevant. Ja, wo es dann darum geht, wie gehen wir in der Schule mit Meinungsfreiheit um? Ja, wie gehen wir mit Diskriminierung um? Wie gehen wir damit um, wenn wir das Gefühl haben, dass die Menschenwürde berührt wird, attackiert wird, nicht ausreichend berücksichtigt wird? Ein weiterer Bezugsrahmen, den möchte ich gerne später noch etwas ausführen, sind die Menschenrechte. Ja, also ich habe hier mal auch die Dokumente mitgebracht, ja. Grundgesetz, wichtiger Bezugsrahmen. Vielleicht sagen, wenn Sie in Hessen auf der Schule waren, in der 9. Klasse kriegt jeder das Grundgesetz, ja, ob er oder sie will oder nicht. Das ist wichtig, ja, dass es da so eine Klarheit gibt, welche Bedeutung das hat. Das kann möglicherweise im Schulalltag, ja, also es gibt Formate, wo das auch wirksam vermittelt wird.
Gleichzeitig ist auch ein wichtiger Bezugsrahmen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und grundsätzlich Menschenrechte. Ja, also das ist auch, wenn man schaut, ein Teil der, sagen im Grundgesetz, die Artikel 1 bis 19 bestehen ja zum Großteil auch aus Menschenrechten, zum Teil auch nur Bürgerrechte. Jedenfalls sind Menschenrechte, der Bezug darauf, die Bezugnahme in Unterrichtssituationen kann sehr hilfreich sein. Und der vierte Bereich, das ist auch ein Arbeitsschwerpunkt aus unserem Projekt von Gewaltprävention und Demokratielernen, ist, dass Schulen sich intensiv auch mit der UN-Kinderrechtskonvention auseinandersetzen, die auch sagen in Deutschland einen verbindlichen Rechtscharakter hat. Ja, also dass Schulen tatsächlich schauen, inwieweit findet bei uns in der Schule, weiß das Kollegium, wissen die Kinder Bescheid über Kinderrechte, aber dass diese Kinder auch erlebbar werden im Unterricht und sich auch die Kinder dann in dem Schulalltag dafür einsetzen können. Ja, also das sind sozusagen Bezugspunkte, die wichtig sind, um deutlich zu machen, das ist der nicht kontroverse Sektor, auf dem wir Kontroversen aushandeln können. So, das hört sich jetzt relativ unstrittig noch an. Ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele von möglichen Kontroversen. Also, die Frage, soll die Zeitumstellung abgeschafft werden? Ja, nächste Woche, in 2 Wochen sind wir alle wieder dran. Vermutlich, verwechsel es jedes Mal, aber vermutlich wird es im Frühjahr eine Stunde kürzer. So, und im Herbst kann man dann wieder eine Stunde länger schreiben, ja. Man liest immer wieder Berichte von Leuten, die Landwirte klagen, brauchen die nicht und so, das macht unser Vieh verrückt und dann andere sagen, nee, ist aber gut und also es gibt, kann man kontrovers diskutieren, würden Sie sagen. Gut. Ist vermutlich jetzt in dem akademischen Kontext nicht besonders schwierig, dass man kann der Meinung sein oder der Meinung. Bitteschön. Ah, das ist interessant. Ja. Könnte sein. Also es wäre ein interessantes Ergebnis. Ja, zu schauen, inwieweit das dann grundrechtsbezogen ist. Ich werde gleich noch ein paar Sachen ausdifferenzieren, auf was man alles gucken kann, wenn man dieses Thema sich befasst. Zweite Frage, soll das Frauenwahlrecht abgeschafft werden? Ja? Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Schule und so und dann gibt es mal eine Diskussion und Sie wissen irgendwie, ah ja, ich brauche noch mal ein paar Themen und sammeln ein und dann kommt der Vorschlag, soll das Frauenwahlrecht abgeschafft werden. Ja? Geht natürlich nicht. Ja? Also Artikel 3, Grundgesetz, Gleichheit, geht nicht. Ja? Also natürlich kann man sich mit der Thematik befassen im Unterricht, ja, und fragen, wieso darf es denn nicht abgeschafft werden? Und dann ist man sofort hier beim Grundgesetz. Aber in dem Moment, wo man sowas kontrovers diskutiert, wird es schräg. Ja, weil der Bezug zu dem nicht kontroversen Sektor ist nicht gegeben. Ja, da ist ein Widerspruch. Kontroverse Frage. Im Herbst 2019 hat die Bundesregierung das Klimaschutzgesetz verabschiedet. Ja, ich habe das nochmal recherchiert. Die Bundesregierung hat das ist halt die Rolle der Regierung, hat gesagt, ja, es ist super und wir sind voll im Lot und wir schaffen unsere Ziele und so. Und die Regierung, ob das jetzt von den Grünen war oder von der Linken, die haben natürlich ganz klar gesagt, das reicht nicht, es sind die falschen Mittel und so weiter. Ja, also das aus meiner Sicht ist es etwas, was man sehr kontrovers diskutieren kann. Ja, soll das verabschiedet werden? Nein, reicht nicht. Falsche Maßnahmen, falsches Ziel, bringt nichts. Oder ja, das ist das Beste, was wir zum jetzigen Zeitpunkt rausbekommen und das machen wir jetzt und wir können immer noch nachbessern. So, ja. Die Frage, ist der derzeitige Klimawandel maßgeblich durch die Menschen verursacht? Kann man das kontrovers diskutieren? Es wird zum Teil immer noch in den USA kontrovers diskutiert. Ja, das hat bestimmte Gründe.
Ja, aber aufgrund sozusagen der, ich würde es mal so formulieren, aufgrund einer überwältigenden Zahl von wissenschaftlichen Indikatoren und Studien kann man diese Frage nicht mehr kontrovers diskutieren. Ja, und das ist natürlich schwierig, ja, wenn man als Lehrkraft Präsentationen hat im Fach Erdkunde, ja, und man hat irgendwie nicht so viel Zeit gehabt, ja, und dann hat man sich nicht mehr richtig vorher angeguckt und dann ist man da und dann hält ein Schüler einen Vortrag und hat halt die Quellen benutzt von einem amerikanischen Think Tank, sage ich mal, ja, und dann findet das im Unterricht statt. Ja, und dann muss man, als Lehrkraft ist es dann halt schwierig, mit so einer Quellenlage umzugehen. Ja, ich kann das vielleicht an dem Punkt gerade nochmal ausführen. Also es gibt, kann ich die Folie gleich überspringen, es gibt eine Kontroverse um die globale Erwärmung, die gibt es tatsächlich. Ich habe das jetzt aus Wikipedia, ja, ich hoffe, dass die Quelle einigermaßen stimmt. Und die definieren die Kontroverse um die globale Erwärmung wie folgt. Es ist eine vorwiegend in der Öffentlichkeit ausgetragene politische Debatte über die Existenz und Ursachen der globalen Erwärmung, deren Ausmaß, Möglichkeiten zu ihrer Bekämpfung durch Klimaschutz und die Folgen der globalen Erwärmung. Teilweise wird die Existenz der globalen Erwärmung vollständig bestritten. Diskussionen zur Existenz, Ursachen und Ausmaß der globalen Erwärmung finden vor allem in der Öffentlichkeit und Politik statt, während in der Wissenschaft spätestens seit den frühen 90er Jahren ein sehr breiter Konsens herrscht, dass eine globale Erwärmung stattfindet und der Mensch der maßgebliche Faktor hierfür ist. Die möglichen Vermeidungs- und Anpassungsstrategien werden demgegenüber kontroverser diskutiert. Ja, also das meinte ich mit dem Klimaschutzgesetz. Da kann man natürlich streiten. Ja, bringt's das mit den E-Autos, mit den Tankstellen und der Produktion, und darüber muss man streiten. Aber über das kann mit gesundem Menschenverstand kann darüber nicht mehr gestritten werden. Ja? Und weiter unten, das würde ich gerne noch zitieren in dem Kontext, die sogenannte, also weiter wird es dann, die sogenannte Kontroverse um die globale Erwärmung gilt als Paradebeispiel für eine von Interessengruppen aus Wirtschaft und Politik künstlich erzeugte und geschürte Kontroverse, in Anführungszeichen, ohne reale Entsprechung innerhalb der Wissenschaft. Ja, also das ist sozusagen ein finde ich, spannendes Phänomen. Das ist ja exemplarisch möglicherweise noch für andere Kontroversen, die geschürt würden. Der Wikipedia-Artikel verweist noch auf die Risiken von Tabakkonsum und noch andere Beispiele, wo offensichtlich gezielt Menschen in der Öffentlichkeit verunsichert werden sollten. Ja, und das ist halt Gesellschaft im Wandel. Das ist ein Phänomen, womit Schulen umgehen müssen, ja, also sagen eine dünne Faktenlage oder sagen es ist schwierig für Schulen zu wissen, woher eigentlich Schülerinnen und Schüler jenseits der Schulzeit ihre Informationen beziehen, ja. Da hinten war eine Meldung. Ja. Also ich würde jetzt an dem Punkt würde ich gerne eher. Also Sie spielen jetzt auf religiöse. Ja. Ja. Also ich würde jetzt gerne sagen, in dem Kontext zurückgreifen auf verschiedene Kriterien, die man anlegen kann. Ja, und man kann sowohl wissenschaftliche Studien anlegen, als auch natürlich spielt es auch eine Rolle, was politisch diskutiert wird. Ja, und es ist sozusagen das kann ich vorwegnehmen. Also das, was die Aussage auch meines Vortrags sein wird, ist,
dass es ein schwieriges Thema ist, wo sich Lehrkräfte länger mit auseinandersetzen können. Und letztendlich bleibt sagen die letztendliche Entscheidung, welches Thema man wie behandelt und wie man auch reagiert, entweder bei der Unterrichtsplanung oder in der spontanen Situation, das ist letztendlich die individuelle pädagogische Urteilskraft, die da bleibt. Ja. Mhm. Ja. Ja, und umso wichtiger ist es dann schon auch den Nachweis zu führen. Also das kann ich jetzt in dem Einzelfall, muss man dann genauer hinschauen, aber ich werde gleich noch ausdifferenzieren, dass es auch sozusagen ein wissenschaftliches Kriterium gibt, an dem man nicht vorbeikommt, aber es gibt noch mehr Kriterien, ja, an denen man sich orientieren kann. Ja, ja. Ich hoffe, dass sich im Laufe des Vortrags noch ein paar Hinweise ergeben, wie man solche Situationen auflöst, ja, im Sinne der Kinder und Jugendlichen und auch im Sinne sagen unserer Bezugsrahmen Demokratie und Menschenrechte. Nochmal als Verdeutlichung, als kontrovers dargestellte Themen, die gegen das Grundgesetz oder die Menschenrechte verstoßen können, können im Unterricht nicht als kontrovers behandelt werden. Ja? Ich hatte ein relativ einfaches Beispiel jetzt genommen mit dem Frauenwahlrecht, aber natürlich ist das sagen, zum Teil, das gibt es da auch emotional deutlich aufgeladenere Themen, wo man als Lehrkraft aber individuell auch immer gucken muss, wie man da darauf reagiert. Ja, und im Idealfall ist man damit nicht auch alleine, sondern hat sich als Schule oder als Fachschaft dagegen miteinander abgestimmt und ist im Gespräch. Und der zweite Punkt, als kontrovers dargestellte Themen, die dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht entsprechend, können im Unterricht nicht als kontrovers behandelt werden. Das ist eine schwierige Situation, weil man kann auch nicht von allen Lehrkräften verlangen, dass die sagen, jede Studie kennen. Ja, also insofern ist das ein Kriterium, was auch sagen ein philosophisches oder ein pädagogisches oder auch ein in dem Fall gesellschaftswissenschaftliches Argument ist. Aber das Interessante wird sein, wie man diese Kriterien dann im Einzelfall runterbricht. Das, was ich heute leisten kann, ist das Thema zu entfalten, ja, und zu schauen, an welche Dinge kann man alles denken, wenn man als Lehrkraft vor potenziell schwierigen Streitsituationen steht, die auch in irgendeiner Form gesellschaftlich aufgeladen sind. Was gibt's noch für Kontroversen? Es gibt schulinterne Kontroversen. Wie gehen wir mit Lehrerinnen um, die Fridays for Future nicht entschuldigen wollen? Ja, oder wie geht man mit Lehrerinnen und Lehrern um, die das entschuldigen wollen? Ja, also es gibt so klassische Themen, und was ich sagen will ist, der Ansatz Kontroversität als Grundlage für Demokratiebildung an Schulen sieht darin auch eine Chance, ja, dass man miteinander ins Gespräch kommt, sich austauscht und auch aushält, dass man möglicherweise überstimmt wird und nicht alles so läuft, wie man das selber möchte. Also der Ansatz dabei ist zu gucken, welche Chancen für Demokratielernen, für Demokratiebildung stecken eigentlich in Streit und in Auseinandersetzungen drin. Ja, es gibt einen Autor, der spricht vom Integrationsparadox. Ja, also dadurch, dass wir sagen immer stärker zusammenwachsen, auch als Gesellschaft, erst dadurch gibt es dieses Streitpotenzial und er sieht es auch als Chance, ja, als Weg in die Normalität. In Hamburg gab es den Streit, darf eine Berufsschülerin den Niqab tragen? Ja, kann man kontrovers diskutieren. Ja, gibt es auch Rechtsprechung, ist auch interessant zu schauen, wie haben die Gerichte entschieden oder auch noch nicht. Aber auch sowas wie, das habe ich auch recherchiert, es gab in welchem Bundesland, ich glaube es war Sachsen-Anhalt oder Sachsen, da gab es einen Schüler, der hat in der Pause einen Hitlergruß gezeigt und dann kam der Lehrer rein, hat ihn angezeigt und das Gericht hat dann entschieden, das sei nicht im öffentlichen Bereich passiert und dann ist die Anzeige dann wieder im Sande verlaufen und also das sind sozusagen einfach, das sind schwierige Fragen, ja, und da ist es glaube ich wichtig, darauf auch
ein Stück weit vorbereitet zu sein und zu gucken, welche pädagogischen Reaktionen sind sinnvoll, wie ist der rechtliche Rahmen. Ja, also das sind Themen, die möglicherweise hochkochen können. Ja, Gesellschaft im Wandel, eine kurze Analyse an themenrelevanten Gesellschaftsanalysen. Es gibt einen, finde ich, ganz guten Beitrag von Sabine Aschur, die Politikdidaktikerin, die war eine Zeit lang auch, ich glaube in Marburg, ist jetzt wieder in Berlin. Die hat geschrieben über die gespaltene Gesellschaft, Herausforderungen und Konsequenzen für die politische Bildung. Und sie schreibt, die Hervorhebung ist von mir die rote, während sich der größere Teil der Gesellschaft für die Gleichwertigkeit aller als Basis der Demokratie und für Vielfalt, Liberalität und Weltoffenheit ausspricht, gefährdet ein sich festigender und radikalisierender Teil all dies in Form von menschenfeindlichen Einstellungen und Handlungen. Als Indikatoren für eine Spaltung der Gesellschaft können das Ausmaß und die Entwicklung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, rechtspopulistischen und rechtsextremen Einstellungen herangezogen werden. Das hat sie vor 2 Jahren aus Politik und Zeitgeschichte veröffentlicht. Und wieso ich das Zitat unter anderem genommen habe, war, ich fand es interessant, sie hat davon geschrieben, während sich der größere Teil der Gesellschaft, und sie schreibt später, schreibt sie auch oder am Schluss, dass aus ihrer Sicht sollten die Bildungsbemühungen sich auf den größeren Teil der Gesellschaft beziehen, also der Demokratiebildung, der politischen Bildung. Sie argumentiert eher, dass wenn man sich sozusagen Problemgruppen raussucht und versucht, die zu bilden, das ist nicht so effektiv, als wenn man sagen, in die Mitte geht, in den größeren Teil der Gesellschaft und die stärkt. Ja, auf die Kontroverse um die globale Erwärmung hatte ich schon hingewiesen. Dass es eine sogenannte gezielte Kontroverse geht, die interessensgeleitet ist. Das ist auch ein Teil des gesellschaftlichen Wandels und Schule muss darauf reagieren. Also das ist der ganze Schwerpunkt mit Fake News, kritische Mediennutzung. Das ist ein großes Thema. Schule im Wandel. Da würde ich gerne nochmal drauf verweisen. Ich habe es in verschiedenen Punkten immer mal so angedeutet. Was können Schülerinnen und Schüler eigentlich lernen, wenn sie dem ausgesetzt werden, der Auseinandersetzung mit kontroversen Themen? Einmal ist, wenn man es debattiert, es hilft dabei, wenn es gut gemacht ist, dass Kinder und Jugendliche merken, dass es hilft, offen sein gegenüber anderen Meinungen, auch so vielleicht eine Neugier entwickeln, dass es auch noch andere Sichtweisen und Positionen gibt als die eigene, Bereitschaft, andere zu verstehen, möglicherweise, wenn sie merken, dass ihre Position gehört wird, auch so eine Art von Selbstwirksamkeit, Toleranz oder auch so eine Demokratiekompetenz, wie dass man sich gegenseitig zuhört und ausreden lässt. Also man kann auch Demokratiekompetenzen feiner denken. Ja, es muss nicht gleich immer die Mündigkeit sein, sondern man kann das auch so ein bisschen feiner denken im Sinne von Zuhören, respektvoller Umgang oder auch Kooperationsfähigkeit. Ja, also das. Ich werde gleich noch ein Modell kurz vorstellen, wo diese Ansätze auch zusammengedacht werden. Das Problem ist, dass kontroverse Themen oftmals nur einseitig dargestellt werden oder verfälscht dargestellt werden. Die Schule ist eigentlich fast der einzige Ort, wo sowas korrigiert werden kann. Und das ist jetzt auch der Schwerpunkt Demokratiebildung. Ich glaube, das unterscheidet auch Demokratiebildung möglicherweise von einem Begriff des Demokratielernens, was eher auf Lebensformen, Lebenskontext geht. Die Untersuchung von kontroversen Themen erfordert auch kritisches Denken und analytische Fähigkeiten, ja, sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei Lehrkräften. Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel mal bringen von der Studie The Political Classroom. Zwei Forscherinnen aus den USA haben die 2015 veröffentlicht, eine Langzeitstudie, wo sie in verschiedene Schulen gegangen sind und dort Lehrkräfte begleitet haben, Unterricht hospitiert haben, Interviews geführt haben, sowohl mit den Lehrkräften als auch mit den Schülerinnen und Schülern, mit der Idee, inwieweit das sagen, Unterrichten kontroverser Themen, The Political Classroom, dazu beiträgt, dass Kinder und Jugendliche stärker sich auch sagen, in die Demokratie einbringen.
Und es gibt eine Studie, sagen eine Fallstudie, Adams High, da haben die eine Parlamentsdebatte simuliert zum Thema Migration. Und da beschreibt sie, sagen ein Interview, dass das rot markierte geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler dadurch, dass sie sich aussprechen konnten, dass sie ihre Position sagen konnten, selbstwirksam wirken. Ich kann sich gefühlt haben. Ich kann es nochmal zitieren. The students of color for the most part valued the experience of the simulations, though many also said that they have heard views from their classmates that they found offensive. Also wo sie sich angegriffen gefühlt haben. However, having the opportunity to vote and speak against these views was powerful. Ja, also das war auch eine Variante, dass es darum ging, auch Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, in eine Kontroverse zu gehen. Ich fand das ganz interessant, weil der Ansatz dieser US-Studie ist in vielen Beispielen, sie argumentieren dann auch, dass man nicht zu viel Sorge haben muss vor zu sensiblen Schülern, sondern dass man denen lieber auch zutrauen muss, sagen, ihre eigene Position stark zu verteidigen. Ja, also das war ein Ansatz, den ich nachdenkenswert fand. Was müssen oder unterrichten kontroverse Themen? Was genau sollten Lehrkräfte dafür wissen? Und ich habe das extra etwas ausdifferenziert, weil das sehr vielfältig ist. Ja, was sollten sie dafür wissen? Was sollten sie tun können? Also das sind dann eher so Fähigkeiten. An welchen Werten sollten sie sich orientieren? Und welche Haltungen und Überzeugungen sollten sie einnehmen? Ja, also das ist ein komplexes Bild. Die Studie oder dann die Handreichung des Europarats, die ich später noch vorstellen werde, unterrichten kontroverse Themen, die geht zum Beispiel davon aus, dass es ein ganz wesentlicher Aspekt ist, wenn man Umgang mit kontroversen Themen, wenn man das unterrichten will, dass man sich zunächst mal der eigenen Überzeugungen, demokratischen Werte deutlich werden muss und welchen Effekt das auf den eigenen Unterricht hat. Ja, also das ist ein Themenbereich der persönlichen Überzeugungen. Natürlich ist es auch wichtig, so theoretische und inhaltliche Kompetenzen zu haben, also zu verstehen, was ist eigentlich kontrovers und was ist nicht kontrovers. Da gebe ich ein paar Hinweise heute auch in dem Vortrag. Aber auch sagen, mit welchen Bildungszielen und mit welchen Methoden erreiche ich das denn eigentlich auch? Ja, also ich war jetzt vor kurzem, waren wir in Dresden zusammen und da war der Vortrag von Anja Besan, den ich leider nur referiert bekommen habe, aber da hat sie auch darauf hingewiesen, dass es sozusagen in schwierigen Zeiten, in Auseinandersetzungen ist immer wichtig zu gucken, sagen, an welchem Bildungsziel arbeite ich denn gerade? Ja, also immer sozusagen die Rahmung von schwierigen, komplizierten Unterrichtssituationen bedenken. Oder auch so praktische und pädagogische Kompetenzen, ich nenne das mal eine situative Rollenklarheit. Ja, also in bestimmten Situationen, komme ich gleich auch noch etwas ausführlicher zu, in bestimmten Situationen ist es sinnvoll, dass ich als Lehrkraft ganz klar Position beziehe, aus einer demokratischen Grundhaltung heraus. Aber in manchen Situationen kann es auch sinnvoll sein, eine Position einzunehmen, die nicht meine ist, aber wo es wichtig ist, die Position im Unterricht zu stärken. Ja, und manchmal ist es auch wichtig, neutral zu sein und gucken, dass der Unterrichtsprozess von alleine läuft. Also es gibt sagen viele verschiedene Rollen, die man einnehmen kann im Unterricht, aber dass die Entscheidung kann einem keiner abnehmen, sondern da muss man sozusagen langsam sich rantasten, in welchen Situationen man wie reagiert. Ja, Beutelsbacher Konsens, das ist etwas, das möchte ich sagen, in dem Kontext auch noch aufmachen, das Thema, auffächern. Meine Beobachtung ist, dass es vom Beutelsbacher Konsens viel die Rede ist, der taucht immer mehr überall auf und gleichzeitig wird er oft auch nicht in dem Sinne verstanden, wie er ursprünglich gedacht war. Also der Beutelsbacher Konsens ist keine Aufforderung zur Neutralität. Ja, also es ist fast wie so eine Neutralitätsfalle, in die viele Lehrkräfte tappen oder auch freiwillig reingehen, weil das die Sache einfacher macht. Sondern der Beutelsbacher Konsens verpflichtet zwar hessische Lehrkräfte, ich habe jetzt die Definition von der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung genommen,
der verpflichtet die dazu, dass man sich nicht seine eigene politische Mission an die Kinder und Jugendliche weitergibt, aber er verpflichtet nicht zur Wertneutralität. Ja, also Lehrkräfte an hessischen Schulen, ich fokussiere jetzt mal auf Hessen, weil wir hier in Frankfurt sind und weil es eine Veranstaltung der Hessischen Lehrkräfteakademie ist, aber natürlich auch bundesweit und im Idealfall auch europaweit, sage ich mal, geht es darum, dass man natürlich die demokratischen Werte, dass man für die einsteht und die deutlich macht. Ja, also das ist auch, wenn wir nochmal zurückgehen auf das Bild hier, ich rase hier gerade mal durch, dann geht's natürlich hier bei diesem Beispiel geht es darum, wenn es Gefährdungen gibt, wo Leute sozusagen dieses Spielfeld nicht akzeptieren, muss man da darauf hinweisen. Ja, unaufgeregt, freundlich, gelassen. Ja, Kinder und Jugendliche, wir sind ja in einem pädagogischen Auftrag, aber das muss einfach klar sein, sagen, was das Spielfeld ist und was nicht mehr auf dem Spielfeld stattfindet. Ja, Beutelsbacher Konsens. Nochmal kurz zusammengefasst, 3 Gebote, Indoktrinationsverbot, also man darf nicht Kindern und Jugendlichen seine eigene Meinung überstülpen. Damit eng verbunden ist auch das Kontroverse, das, was in der Gesellschaft und Politik und auch Wissenschaft kontrovers ist, muss im Unterricht auch als kontrovers dargestellt werden. Das war lange, war das relativ unkontrovers, ja, schwierig wurde es aus meiner Sicht erst tatsächlich in den letzten 5, 6 Jahren, wo dann vermehrt auch vermeintliche Klarheiten, Sicherheiten, die unser demokratisches Grundverständnis immer mehr in Frage gestellt wurden. Ja, also deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich den Beutelsbacher Konsens nochmal ein bisschen feiner anzuschauen. Und die Grundidee dabei ist es, den Schülerinnen und Schülern ein eigenständiges Urteil über politische Themen denen zu ermöglichen. Es gab mal Wolfgang Sander, der Politikdidaktiker aus Gießen, der hat mal gesagt, eigentlich bräuchten wir noch ein viertes, und zwar, dass der Beutelsbacher Konsens dazu da ist, unsere demokratische Kultur zu stärken. Ja, man kann auch sagen, dass das dem implizit ist. Was ermöglicht eigentlich alles dieser Beutelsbacher Konsens? Der Konsens also, dass man als Lehrkraft Mündigkeit anstrebt, eigenes Urteil und dass man Kontroverses auch so darstellen muss und dass man immer wieder für sich reflektiert, dass ich trenne zwischen meiner politischen Position, ja, und der Politik. Und der Beutelsbacher Konsens ist sozusagen der pädagogische Filter. Ja, also wenn ich als Pädagoge agiere, muss ich einen anderen Blick haben, als wenn ich als Politiker agiere oder als politischer Mensch. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Natürlich dürfen Lehrkräfte weiterhin auch noch politische Menschen bleiben, sondern wahrscheinlich müssen sie das sogar. Ja, aber in der pädagogischen Kontext ist es wichtig, sich an die Prinzipien des Beutelsbacher Konsens zu erinnern. Und aus meiner Sicht, und ich oute mich da auch als Anhänger des Beutelsbacher Konsenses, hat das sehr, sehr viele Vorteile. Ein Vorteil ist, wenn man auf die politische Bildung guckt, ja, in den 70er Jahren war die politische Bildung fragmentiert. Da gab es konservative politische Bildner und eher linksorientierte politische Bildner und die haben eher aneinander vorbeigeredet und es gab keinen Konsens, also gab es eine Lagerbildung. Ja, dieser Beutelsbacher Konsens hat das zusammengeführt. Das heißt, es ist auch ein Qualitätsmerkmal für eine Fachcommunity. Es etabliert auch eine öffentliche Streit- und Konfliktkultur. Ja, das sind sozusagen eher so gesamtgesellschaftliche Vorteile. Aber ich finde auch, dass es ein Grundvertrauen, wenn es sowas gibt wie den Beutelsbacher Konsens als Qualitätsmerkmal, gibt es auch ein Grundvertrauen der Öffentlichkeit in die Lehrerprofession. Ja, also dass man sich als Elternteil, sagen wir mal, einigermaßen darauf verlassen kann, dass mein Kind, was ich morgens in die Schule geht, dort nicht irgendwie links oder rechts oder wie liberal missioniert wird. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, wo zum Teil in anderen Ländern oder auch in Transformationsgesellschaften ganz andere
negative Erwartungen von Eltern an Schule auch da sind. Also ich glaube, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass Eltern sich darauf verlassen können, dass in Schule nicht neutral, nicht wertneutral, aber trotzdem professionell gearbeitet wird. Und ich habe selber lange als Politiklehrer gearbeitet. Ich habe das immer auch als so eine Freiheitsgarantie gesehen. Ja, sozusagen, ich kann mich darauf berufen, auf, wenn ich mich gut informiere über die Kontroversen, die es in der Gesellschaft gibt, dann kann ich auch meinen Unterricht so gestalten und mir kann keiner erzählen, wie ich den zu machen habe. Ja, solange ich weiß, dass ich fachlich im Rahmen meiner Möglichkeiten die Themen, so wie sie sind, kontrovers darstelle, dann muss ich mir nicht von jemand anhören lassen, wie ich meinen Unterricht zu machen habe. Ja, also das ist auch so ein Schutz vor außerunterrichtlichen Einflüssen, ja, auch als Qualitätsmerkmal. Wichtig ist auch, dass, wenn man das reflektiert, auch als Lehrkraft, ist das die Voraussetzung auch für eine intensive und demokratische Gesprächsatmosphäre. Ja, in dem Moment, wo mir das bewusst ist, werde ich den Unterricht auch so gestalten, dass alle ihre Positionen äußern können, wie die Kontroversität das hergibt, die verschiedenen Perspektiven, die Perspektivenspielfalt. Und meine Aufgabe ist es dann eher zu gucken, wie schaffe ich es, auch die vielen unterschiedlichen Positionen, die vielen unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler, dass die ihr eigenes ständiges Urteil auch bekommen und zwar an ihren eigenen Interessen auch orientiert. Ja, also da geht es auch ganz stark, dass die einzelnen Kinder und Jugendliche als Lernsubjekte wahrgenommen werden. Und der letzte Punkt, Beutelsbacher Konsens ist auch eine Ermöglichung für Kinder und Jugendliche, die natürlich die Werte, die sie in ihren Familien, in ihrem familiären Umfeld mitbekommen, dass die gebrochen werden können in der Schule. Ja, also es gibt auch, ich hab das genannt, Selbstemanzipation jenseits der bisherigen Sozialisationserfahrung. Ja, Schule, das steht im Schulgesetz, das steht in den meisten Lehrplänen, steht das auch drin, sozusagen soll zur Demokratie, zur Solidarität, zur Teamfähigkeit, zur Konfliktfähigkeit entziehen anhand von den Werten der Hessischen Landesverfassung, des Deutschen Grundgesetzes, der Menschenrechte. Und da gibt es sozusagen die Möglichkeit, dafür einzutreten und auch Kindern und Jugendlichen, die diese, sagen, Werteumgebung nicht haben, die Kinder und Jugendlichen diesem auszusetzen. Ja, und das ist auch legitim. Es gibt verschiedene Publikationen als Angebote, wenn Sie das Thema interessiert und Sie das vertiefen möchten. Es gibt einen schönen Band, der heißt Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens? Das ist sagen ein sehr engagierter und kluger Kollege vom Hauser Mayberg, der hat das mit initiiert und der hat das sozusagen auch als Kontroverse aufgemacht, ob wir diesen Beutelsbacher Konsens noch brauchen. Und in diesem Sammelband, wenn Sie genauer hingucken, dann sehen Sie auch so einen Gurt, der da oben ist. Ja, und es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die den Beutelsbacher Konsens als zu eng ansehen, ja, die sagen, der behindert die merken irgendwie so, ich kann damit nicht gut umgehen im Unterricht. Und das ist eine spannende Lektüre, weil die Autoren da drin ganz unterschiedliche Sichtweisen haben. Ich habe jetzt einen Artikel mal rausgesucht von Michael May, Politikdidaktiker aus Jena, glaube ich. Der hat einfach mal so verschiedene Fragen gestellt, ganz konkret. Ja, also zum Beispiel, sollen demokratiefeindliche und menschenabwertende Positionen in der Unterrichtsplanung repräsentiert werden, fragt er. Antwort von ihm, nein. Ja, in der Unterrichtsplanung hat es nichts zu suchen. Sollen wir demokratiefeindlich und menschenabwertende Äußerungen von Lernenden zulassen? Fragt er. Also ich referiere jetzt seine Antwort. Sagt er, ja, weil sonst werden sie nicht zugänglich, dann werden sie nicht bearbeitbar. Ja, wenn man ein Unterrichtsklima schafft, wo alle das sagen, was der Lehrer hören will, dann findet wenig Lernen statt. Ja, also das ist auch so eine Facette, die ich ganz, ganz hilfreich fand. Und die letzte Frage, soll der Lehrende Neutralität wahren und seine politische Position zurückhalten? Da sagt Michael May, nein. Ja, sagen, es muss klar sein, dass sagen, das Handeln sich an der demokratischen Schulkultur orientiert, an den demokratischen Werten. Ja. Wobei ich das noch relativieren würde, dass es in manchen Situationen kann es klug sein, neutral
zu bleiben. Aber dann muss das mit einem klaren, sagen, Unterrichtsziel, Lernziel verknüpft sein. Grundsätzlich stimme ich ihm zu. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ja. Es gibt Johannes Rerup, ein Philosoph aus Landau, und er hat, glaube ich, auch einen Lehrauftrag an einer holländischen Universität. Der hat vor gar nicht langer Zeit, hat er mal diese Problematik nochmal, finde ich, ganz klug formuliert. Er hat geschrieben: Das zentrale Problem in der deutschen Debatte über die Deutung des Kontroversitätsgebots des Beutelsbacher Konsenses besteht darin, dass die Kriterien zur Differenzierung zwischen kontroversen und nicht kontroversen Themen, was in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert wird, soll auch im Unterricht kontrovers diskutiert werden, kaum angemessen expliziert und geklärt wurden. Er hat das sozusagen in einem Online-Artikel veröffentlicht, und zum Teil wiederhole ich auch jetzt verschiedene Aspekte, aber das ist, glaube ich, auch um Ihnen deutlich zu machen, dass es da auch jetzt in der Politikdidaktik oder in der Demokratiepädagogik gibt es jetzt gerade auch nicht die Lösung, ja, sondern es wird sozusagen auch geguckt, was sind Kriterien, die, oder eigentlich letztendlich muss jede gucken, was sind Kriterien, die für mich hilfreich sind, ja, oder auch als, sagen, als Bildungsexpertin, Experte, wenn man irgendwie Studien erstellt oder so, da muss man da auch eine Auswahl treffen. Im Moment fächere ich auf. Und er nennt drei Unterscheidungskriterien, um eigenständig kontroverse Themen besser von nicht kontroversen Themen unterscheiden zu können. Das eigenständig habe ich eingefügt und rot markiert, um deutlich zu machen, dass auch Johannes Drehrup argumentiert, letzten Endes bleibt es die Entscheidung jeder einzelnen Lehrkraft oder jeden einzelnen, ja, sagen, das kann keinem abgenommen werden, sondern es gibt Ermöglichungshilfen für mehr Handlungssicherheit, aber am Ende des Tages muss das jeder selber entscheiden und jede. Er sagt, es gibt einmal ein soziales Kriterium. Alles, was in der Öffentlichkeit, in politischen und wissenschaftlichen Debatten kontrovers diskutiert wird, sollte auch im Unterricht kontrovers diskutiert werden. Ja? Die Kritik darin wäre, problematische Äußerungen werden aufgewertet und bleiben uneingeordnet. Ja, also das könnte sein, dass Äußerungen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, empirisch nicht belegbar sind. Ja, so das Beispiel mit Klimawandel, dann ist es schwierig. Oder sie verstoßen gegen Grund- und Menschenrechte. Ja, und dann ist es auch schwierig, die so zu diskutieren, als ob sie gleichberechtigt neben anderen allen diskutiert werden können. Ja, also er spricht, hat noch einen schönen Begriff, er spricht, glaube ich, von einer Aufwertung oder Gleichberechtigung. Also das ist ein Kriterium. Dann sagt er auch, ein politisches Kriterium, eine Frage sollte dann kontrovers diskutiert werden, wenn sie bezüglich demokratischer Verfassungswerte, die eben nicht zur Debatte stehen, nicht eindeutig beantwortet werden kann. Das heißt, der kontroverse Sektor ist sozusagen, das ist in Ordnung, das ist abgeprüft, und dann kann das jetzt diskutiert werden. Also steht, die Basis wird nicht angegriffen, und dann kann das auch in den vielfältigen Lagen diskutiert werden. Die Kritik, die er daran, an diesem Argument hat, ist, dass dann so die Grundordnung, das Grundgesetz als etwas zu stark wahrgenommen wird, was unveränderbar ist. Ja, also Ernst Fraenkel hat ja auch zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Dinge trotz aller Konstanz und hohen Hürden im Fluss sind. Ja, jetzt hat das Grundgesetz als eine der wenigen Verfassungen ja auch die Grundrechte als nicht veränderbar etabliert, jedenfalls die zentralen. Ja, und dann das Letzte ist sozusagen das wissenschaftliche Kriterium. Ein Thema sollte dann kontrovers diskutiert werden, wenn es unterschiedliche, vernünftige, das heißt gut begründete und bestmöglich empirische, fundierte Sichtweisen auf dieses Thema gibt. Ja, er sagt aber auch, die Kritik daran, politische Debatten werden depolitisiert. Also das sagen, dann hat man so eine Art Expertenregierung. Ja, dann kann man sich möglicherweise Studien um die Ohren hauen, aber die politisch relevanten Themen werden dann abgewertet. Das sind, sagen, drei Sortierungsvorschläge, die er liefert.
die entsprechen zum Teil auch den Kriterien, die Michael May anspricht, die entsprechen zum Teil auch den Kriterien, die in der US-Studie The Political Classroom aufgefächert werden. Also wenn Sie da sozusagen noch weiter vertiefen wollen, wäre das eine Möglichkeit, da weiter nachzulesen. Schule im Wandel. Und jetzt würde ich gerne noch eingehen auf verschiedene Unterstützungsangebote, wenn es darum geht, dass Lehrkräfte, dass Schulen sich verstärkt auf dem Weg machen, die Vielfalt, die Streitpunkte, die es gibt, sagen gut aufzufangen und auch als Lernchance zu nutzen. Nochmal den Verweis auf das Spielfeld. Also es geht einmal um die freie demokratische Grundordnung. Ich würde jetzt exemplarisch Unterstützungsmaterial im Bereich Grundrechte aufzeigen. Da gibt es sagen eine Handreichung vom Hessischen Kultusministerium. Ich würde das Thema Menschenrechte nochmal kurz zitieren. Da gibt es sagen auch von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik gibt es da Studien und es gibt auch Angebote von GUD im Bereich Demokratielernen, die sehr stark menschenrechtsorientiert arbeiten. Und Kinderrechte ist ein weiterer Punkt. Es gibt ein Schulnetzwerk in Hessen, wo also Schulen sich als Ganzes auf den Weg machen und die Kinderrechte als sagen inhärenten Teil ihrer Schulkultur etablieren wollen. Dem vorangeschaltet ist ein weiterer Rahmen, ja, also und zwar, ich habe mir das wirklich wie so einen Rahmen vorgestellt und vielleicht stellen Sie sich die anderen Dinge auch wie so einen Rahmen vor, der Handlungssicherheit bietet und entlastet auch. Ja. Es gibt vom Europarat, ich habe das, Birgit Menzel hat es auch zu Beginn erwähnt, es gibt einen Referenzrahmen Kompetenzen für eine demokratische Kultur. Der wurde viele Jahre erarbeitet und da haben die Expertinnen und Experten vom Europarat haben über einen langen Zeitraum in verschiedenen Bildungsbereichen recherchiert und geguckt, welche Kompetenzen sollen eigentlich bei Kindern und Jugendlichen oder auch bei Lehrkräften ausgebildet werden, damit sie immer mehr in die Lage versetzt werden, sich für eine demokratische, starke Kultur einzusetzen. Und das Ergebnis dieser jahrelangen Arbeit ist der Referenzrahmen Kompetenzen für eine demokratische Kultur. Ich habe ein Ansichtsexemplar, habe ich hinten ausgelegt. Der liegt derzeit nur in englischer Sprache vor, aber möglicherweise gibt es Ende des Jahres auch eine deutsche Übersetzung. Und aus meiner Sicht das Spannende bei diesem Referenzrahmen ist, dass er differenziert. Ich gucke gerade, kann man das lesen? Es gibt einmal demokratische Werte, Wertschätzung der Menschenrechte und der Menschenwürde, also das sozusagen die normative Rahmung. Dann gibt es auch den Bereich der Einstellungen, also Offenheit zum Beispiel gegenüber dem kulturellen Anderssein, Respekt, auch Toleranz für Mehrdeutigkeit, Ambiguitätstoleranz, auch eine wichtige Voraussetzung, um sagen Kontroversen auch auszuhalten und Kindern und Jugendlichen das dann vorzuleben. Fähigkeiten, die sogenannten Skills, da geht es auch zentral um Empathiefähigkeit, dass man sich in andere Positionen eindenken kann, das auch zulässt, Exemplare schätzt. Aber natürlich auch Wissen und kritisches Denken. Und vor allem auch, Sie sehen den kleinen schwarzen Pfeil, Wissen und kritisches Selbstverständnis, also auch die innere Bereitschaft, selber zu reflektieren, was sind eigentlich meine Werte und meine Einstellungen. Das ist aus meiner Sicht auch zentral für Lehrkräfte. Es gibt eine Broschüre zur Grundrechtsklarheit, zur Demokratie, Demokratieerziehung und zur Wertevermittlung aus dem Hessischen Kultusministerium. Die kann eine gute Unterstützungsmöglichkeit sein, um sich damit auseinanderzusetzen und vor allem auch, um sagen, dezidiert zu gucken, welche Grundrechte sind eigentlich sagen, bei welchen Vorkommnissen in der Schule betroffen und auch welche pädagogischen Handlungsmöglichkeiten gibt es. Ich gehe mal durch. Es gibt weiter den Ansatz, die Universität
Universalität der Menschenrechte als Bezugsrahmen zu nehmen, um zum Beispiel auch mit radikalen Positionen besser umgehen zu können. Krista Kalec, eine der beiden Autorinnen, die beschreibt auch in verschiedenen Studien, dass es auch den Fokus, sagen, es entlastet auch, wenn man den Fokus auf die Menschenrechte, ja, wenn man nicht fragt, wieso hast du das und das gesagt, oder, sondern dass man einfach guckt zu sagen, wie, welchen Menschenrechten entspricht das, oder sagen, möglicherweise, wie verstößt das gegen bestimmte Menschenrechte. Also das ist eine Entlastung, eine Rahmung auch von schwierigen Themen im Unterricht. Und das Dritte, ich hatte schon darauf verwiesen, eine Orientierung an den Kinderrechten. Ja, also um deutlich zu machen, dass es Mitbestimmungsrechte gibt, auch von Kindern und Jugendlichen, dass es Schutzrechte gibt, dass Kinder und Jugendliche gefördert werden müssen. Und ich glaube, wenn Lehrkräfte sich darauf einlassen und dann entsteht tatsächlich auch eine stärkere Handlungssicherheit in schwierigen Situationen. Und es geht einerseits darum, konkret in schwierigen Situationen situativ handeln zu können. Aber meine Wahrnehmung ist, dass wenn man sich mit diesen Themen stärker befasst, dass das präventiv dazu führt, dass man insgesamt in schwierigen, sagen auch emotional aufgeladenen Situationen damit gelassener umgehen kann. Ja, Leben mit Widersprüchen, Unterrichten kontroverser Themen. Das ist den Handlungsleitfaden, den ich auch heute mitgebracht habe. Diese Handreichung war für mich auch der Anlass, mich verstärkt mit dem Thema zu befassen. Und zwar deswegen, aus der politischen Bildung kommend, habe ich das Umgang mit kontroversen Themen, ich gehe gerade hier nochmal zurück, habe ich das vor allem kognitiv gedacht, Wissen und kritisches Denken. Also ich hatte als Lernziel eher immer inhaltliche Aspekte im Kopf. Ja, also dass die dann, wenn wir das Thema Mindestlohn, das war jetzt so, was ich, 2014 oder wann das war, oder vorher noch, dann können die Argumente pro und contra Mindestlohn, und dann können wir da eine schöne Klausur später drüber schreiben. Ja, also das war so mein Ansatz, so habe ich mich nicht mal angenähert. Aber inzwischen sehe ich bei der Auseinandersetzung mit Kontroversität auch vor allem auf der Einstellungsebene und auch auf den Fähigkeiten. Ja, also dass es um Empathiefähigkeit geht, Teamfähigkeit, zuhören können, aber auch sowas wie Respekt und Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Ja, also das sind schon auch Aspekte, die, wenn man sagen, die demokratiepädagogische Perspektive stärkt, dann ist es aus meiner Sicht insgesamt zielförderlicher für die demokratische Kultur als ein reiner Politikunterricht, der das nicht so stark mitdenkt. So, ich komme zum Ende so langsam. Also dieses Material, ein Beispiel, ich hatte darauf hingewiesen, zwingt auch Lehrkräfte dazu, mal sich zu reflektieren, ja, also zu überlegen. Ich hatte eben darauf hingewiesen, auf diese situative Rollenklarheit. Es ist schon interessant, sich als Lehrkraft mal zu überlegen, wenn ich im Unterricht bin und es sagen, es gibt eine kontroverse Situation und wir haben ein Thema, über das gestritten wird, ob das jetzt Klimawandel ist oder Fracking oder eine Migration, ja, welche Rolle möchte ich eigentlich annehmen? Gehe ich als erstes mit meiner eigenen Meinung raus? Was hat das für einen Effekt? Ja, sagen, wie beeinflusse ich dann das Lernklima, bin ich ein neutraler Vorsitzender, ja, wie so ein Tagesschausprecher, Moderator, der sich nichts anmerken lässt, sondern einfach nur referiert, achte ich drauf, dass jeder gehört wird, ja, oder auch setze ich mich immer für die offizielle Meinung ein, ja, das ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, dass man sagt, sozusagen, das ist die Position der Regierung, so und so wird's gemacht, ja. Das sind verschiedene Möglichkeiten, ja, und da gibt es jeweils Vor- und Nachteile. Und das ist sozusagen eine Übung, die mit Lehrkräften mal durchzuspielen. Das habe ich jetzt schon mehrmals durchgeführt. Das ist jedes Mal wieder interessant. Ich würde das noch ergänzen um die Bezüge zu Kinder- und Menschenrechten. Ja, also das ist etwas, wo ich das Material noch sagen weiterentwickeln würde. Ja. Der Umgang mit Kontroversität als Grundlage für Demokratiebildung an Schulen. Ich komme zum Schluss. Das war sozusagen der Anlass für mich,
mal drüber nachzudenken, was möglicherweise auch für Sie interessant sein könnte. Ich habe die Brille aufgezogen, die analytische Brille, vor allem aus der Lehrkräfteausbildung. Und möchte nochmal deutlich machen, zur Lehrkräfteausbildung im Themenfeld Umgang mit Kontroversität. Wichtig ist im Auge zu behalten, die potenzielle Zielgruppe sind Lehrkräfte, alle Lehrkräfte aller Schulformen. Ja, also das, deswegen bin ich auch bei dem Publikum war es mir wichtig, das mal so aufzufächern, auch mit den Bezügen zu Ernst Fraenkel und zu Johannes Drehrup und Michael May. Aber das ist natürlich, wenn man sich die Zielgruppe dann nochmal vor Augen führt, muss das noch sozusagen einen Tick stärker didaktisiert werden, sage ich mal. Und auch die, da beziehe ich mich auch auf den Ansatz von Frau Professor Kunter vor 4 Wochen, die individuelle Reflexion der eigenen demokratischen Werte und demokratischen Überzeugung ist Voraussetzung für Second Order Change. Also das ist schon so aus meiner Ansicht, dass Fortbildungen in dem Kontext, das können keine Workshops sein, die mal irgendwie 2 Stunden stattfinden, sondern wenn man das ernst nimmt, müssen das sozusagen längerfristig gedachte Fortbildungskonzepte sein, die auch mit einer entsprechenden Fortbildungsmethodik arbeiten, dass also die Methodik auch den demokratischen Haltungen und den Freiheiten und den Kompetenzen entspricht. Und ein schönes Zitat aus dem Buch von Diane Hess und Paula McVoy: These skills and values don't occur overnight. Also das braucht eher Jahre, argumentieren die, um das auszubilden. Und das Zweite, und das sage ich sozusagen als Projektleiter von Gewaltprävention und Demokratielernen, und wir verknüpfen Fortbildung und Demokratie, pädagogische Schulentwicklung. Lehrkräfteausbildung sollte möglichst als Bestandteil von demokratiepädagogischer Schulentwicklung gedacht werden. Vielen Dank. Ich freue mich auf eine kontroverse Diskussion.